Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir machen heute Gulasch, gemischten Gulasch von Schwein und Rind. Wie es zum Schluss aussieht, zeige ich euch dann zum Schluss. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Willkommen bei Gekocht, der beste Koch-Channel auf YouTube. So, für den Gulasch brauchen wir fangen heute mal hier an. Wir brauchen den Pfeffer. Ich habe jetzt hier noch alternativ ein paar Tomaten, die ich noch da habe. Die kann man ruhig mit in den Gulasch reinpacken, die verkochen. Dann Zwiebeln, Gulasch. Ich habe hier einen gemischten Gulasch. Dann habe ich hier Gewürze, Majoran, Paprika, Piment, Lorbeer. Dann Knoblauch, eine Zitrone, einen schönen leckeren Rotwein, dann Tomatenmark. Und ich habe jetzt hier noch Fleischbrühe. Vom letzten Mal eingekocht gehabt. Ihr könnt auch Wasser nehmen, wenn ihr nichts anderes habt. Und hier habe ich noch Gläser, weil ich nachher den Gulasch noch einkochen werde. Und natürlich braucht ihr auch noch Salz, aber das macht ihr dann dran nach Bedarf, wie es bei euch dann schmecken soll. So, bevor es losgeht, schnippeln wir jetzt noch die Zwiebeln. Den Gulasch habe ich ja schon geschnitten. Dann reiben wir uns von der Zitrone noch ein. Wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, wie viel. Und zwar 2 Esslöffel Abrieb von der Zitrone. Ja, und dann geht es dann eigentlich schon los. Die Tomaten mache ich noch klein. Und dann, wie gesagt, geht's los mit dem Gulasch. So, heute wird es auch lustig. Denn ich nehme heute gleich 3 Videos auf. Und zwar noch 2 Desserts, die dann halt in den nächsten Wochen folgen werden. Oder vielleicht packe ich auch die 2 Desserts dann halt in ein Video. Da müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Beziehungsweise, wie lang ein Video wird. Wenn es nachher kurz ist, kann man alle beide kombinieren. Ansonsten gibt es 2 separate Videos dazu. Wie gesagt, jetzt hier Zwiebeln schälen, schneiden. Und danach sehen wir uns gleich am Topf wieder. Wenn ihr alle Zutaten geschnitten habt, dann geht es natürlich los, den Topf zu erwärmen. Dann machen wir ein bisschen Stückchen, also ein Stückchen Butter rein. Aber nicht zu viel, weil sonst wässert der ganze Spaß nachher. So, wenn das fertig ist, kommt das Fleisch dazu. Und dann nehmen wir mal hier noch so ein Braten. Das braten wir schön scharf an. Und zwar braten lassen und nicht so viel rühren dabei, sonst bekommen wir keinen Bratansatz. Der Topf ist etwas heiß. Das seht ihr schon mal, wenn man das nämlich schön lange braten lässt, ist es hier so dunkel. Ich weiß nicht, ob man sieht. Jawohl. Dann einmal rühren, wieder braten lassen und stehen lassen. So, jetzt können wir zu dem Gulasch, wenn das noch so rumbrät, die Zwiebeln dazugeben. Die Tomaten auch schon, weil dann können die schon mal anfangen zu verkochen. So, wir können jetzt auch schon mal die ganzen Gewürze dran machen. Paprika, Majoran. Alles geht hier ran. Zack. Und natürlich auch den Knoblauch. So, das lassen wir uns erstmal noch schön ein. Also erstmal noch weiter anbraten. So, und dann geht's gleich weiter. Hier riecht schon sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wenn wir das jetzt hier so weit haben, machen wir da jetzt das Tomatenmark dran. Wie gesagt, das Rezept, das verlinke ich euch wieder in der Videobeschreibung, dass ihr euch das rausschreiben könnt zum Nachkochen.
So, jetzt machen wir, wie gesagt, hier Tomatenmark. So um die, ja, ich sag mal so um die 70 Gramm. Das rösten wir jetzt mit an und dass wir dann nachher beim Ablöschen den ganzen Bratensatz lösen. Und dadurch bekommen wir das Aroma und natürlich auch die Farbe im Gulasch. Wenn der Gulasch schon soweit ist, löschen wir den mit Rotwein ab. Ich habe heute einen italienischen Rosso von 2018. Ihr müsst nicht den teuersten Wein nehmen, aber auch nicht den billigsten. Es soll schon ordentlich schmecken. Wenn das nachher abgelöscht ist, dann lassen wir das wieder ein bisschen einreduzieren und dann füllen dann mit Fleischbrühe auf. Wenn ihr alternativ nichts anderes habt, nehmt ihr Wasser. Müsst ihr nachher mit Salz, Pfeffer ein bisschen noch spielen. Ja, und ja, dann könnt ihr mit Nudeln, mit Kartoffeln, sonst irgendwas servieren. Wir machen aber böhmische Knödel, dazu gibt es dann aber nächsten Wochen ein separates Video. So, und hier nebenbei, für den, für es interessiert, für nächste Woche das Video ist schon im Gange. Ich habe jetzt nur die Zutaten gezeigt, um was es dort geht, werdet ihr dann nächste Woche erfahren. So, langsam geht die Flüssigkeit raus und es entsteht ein Bratensatz, den wir jetzt gleich mit Rotwein löschen. Aber bevor wir das machen, machen wir noch schnell den Abrieb der Zitrone, obwohl das machen wir dann nach dem Ablöschen. So, einen schönen guten Schuss, macht sich so sparsam. Der Alkohol verkocht sowieso. Und der Rotwein sorgt für Geschmack. Jetzt zum Lösen des Satzes hier unten. Und vor allem auch für die Farbe. Ihr seht schon, es wird mächtig dunkel jetzt. So, das lassen wir ein bisschen einreduzieren, bevor wir das nachher mit Brühe auffüllen. Und jetzt machen wir aber erstmal noch den Zitronenabrieb dran. Ruhig so die Hälfte der Zitrone. Huch, hier. So. Nur die Schale. Oh, so eine frisch geriebene Zitrone riecht schon echt super. So, und den Rest der Zitrone nicht wegschmeißen. Ihr könnt es trotzdem noch benutzen. Ich nutze sie für das nächste Video, was dann kommt für das Dessert. Ich werde dann halt nächste Woche im nächsten Video diese Zitrone wiedersehen. So, jetzt füllen wir den ganzen Spaß mit der Fleischbrühe auf und lassen dann, wie gesagt, den Gulasch 2 Stunden circa kochen. So, jetzt wird es etwas laut, ich muss mal die Lüftung anmachen. Ich gehe gleich in meiner Küche hier kaputt. Jetzt haben wir es ein bisschen einreduzieren lassen und jetzt nehmen wir hier die Fleischbrühe und füllen damit unseren Gulasch auf. In der Zeit, wo jetzt hier der Gulasch noch vor sich herköchelt, schmecke ich nebenbei schon mal mit Salz und Pfeffer ab, bis mir das sehr angenehm ist, der Geschmack. Ich muss sagen, Konsistenz ist jetzt schon mal super. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Ja. Und die Farbe ist auch perfekt. So, ihr Guten, nach 2,5 Stunden, tut mir leid, ist der Gulasch schon fertig. Und so sieht er aus. Lasst es euch schmecken, viel Spaß beim Nachkochen und bis nächste Woche. Euer Micha von gekocht.